erneuten Video hier auf diesem Kanal. Wir machen heute mal ein kleines Film- und Fernsehquiz und ich bin ehrlich, wenn ich ungefähr 50% richtig habe, top, dann bin ich sehr zufrieden. Dann habe ich alles richtig gemacht, weil ich bin ehrlicherweise nicht derjenige, der krass viel Film, Serien und so weiter schaut. Übrigens, wenn ihr euch wundert wegen meinem Auge hier, es ist Allergiesaison. Top. Schreib gerne mal in die Kommentare, hast du auch eine Allergie und was wünschst du dir vielleicht noch für ein Quiz, weil dann kann es da gerne auch noch was anderes mal geben. Wir machen heute, ich würde mal sagen, 20 Fragen ist, glaube ich, ganz gut. Wir gehen hier so ein bisschen näher dran. So, wie heißt eine filmische Trilogie von Edgar Reitz? Deutschland, Heimat, Landschaften, Kindheit. Beginnt gut, weil, ich habe gar keine Ahnung, wirklich gar nicht, gibt es die Trilogie, wobei es könnte Heimat, die Heimatfilme. Habe ich jetzt, okay, ich musste, boah, ich dachte gerade, ich hätte mich verklickt, weiter. Top. Die kenne ich, also vom Namen her kenne ich die. Super, dass ich jedes Mal wieder rausgezoomt werde. Perfekt. Danke dafür. Wie heißt eine Hauptfigur aus der Serie Kommissar Rex? Rex, vielleicht? habe ich tatsächlich nie wirklich geguckt, beziehungsweise nur unaufmerksam, wenn überhaupt. Also dementsprechend. Gar keine Ahnung. Tom Rolfs, Lorenzo Fabri, Manny Fischer. Manny Fischer ist, glaube ich, jemand anders, oder ist das nicht ein Schauspieler? Manfred Fischer, so ein großer. Bulle von Tölz, glaube ich, oder wie der hieß. Julio Manny. Es ist interessant, dass zweimal Manny dabei ist, deswegen. Ich nehme mal Tom Rolfs. Es ist Lorenzo Fabri. Dammit. Okay. Oh Gott, wie heißt der Bandleader? Der Showband bei den Muppets. Crazy Harry, Dr. Goldzahn, New Zealand oder Scooter. Fun Fact, tatsächlich sehe ich Scooter bald live. In Wolfsburg bei den Autostadt Open Airs. Also wenn jemand da ist, gerne Hallo sagen. Ja, da bin ich immer gespannt drauf, aber für den Preis kannst du nichts sagen. Ich weiß es nicht. Ich habe auch die Muppets nicht so krass geguckt, ehrlicherweise. Ich würde... Dr. Goldzahn klingt aber nicht passend für die Muppets. Zwischen Crazy Harry und Lou Zealand. Komm, Lou. Es ist Dr. Goldzahn. Das gibt es nicht. Ich sag ja, wenn ich die richtige habe, die Hälfte nur. Welche lang... Oh, das ist, Nein, doch nicht. Warte mal. Welche langjährige Daily Soap hatte im Juni 2011 ihre letzte Ausstrahlung? Unter uns gibt es doch, glaube ich, noch, oder? Ich hatte jetzt gedacht, das wäre irgendwie die Lindenstraße oder sowas gewesen. Ich glaube, erstmal verbotene Liebe. Alles, was zählt, müsste es noch später gegeben haben. Oder? Boah, Alter. Das Ding ist halt... Ich habe das halt nie geguckt, muss ich ja auch dazu sagen. Also, es gab nie so wirklich eine Daily Soap, die mich jetzt krass interessiert hat. Ich weiß zum Beispiel, meine Mom hat früher mehr geguckt. Verliebt in Berlin, weiß ich noch, hat sie zum Beispiel geschaut. Mit dieser Lisa Blensky ist sie auch, da habe ich ein paar Folgen früher mal gesehen, aber sonst... Ich tippe, oder Marienhof, also ich tippe entweder Verbotene Liebe oder Marienhof. Es ist Marienhof gewesen. Dammit. Hier ist gerade ein... Alter, hier kommen auf einmal größere Vögel an, auf einmal auf dem Balkon und wieder weg. Vorhin davor ist ein Vogel gegen den Balkon geknallt mit der Birne. Clever. Okay. Wie heißt der Film, bei dem Scrubs Hauptdarsteller Zach Braff sowohl die Regie und das Drehbuch als auch die Hauptrolle übernommen hat? Dammit. Wäre eine Scrubs-Frage gekommen, hätte ich gesagt, das könnte ich eventuell beantworten. Da wird es schon wieder schwieriger.
Garden State, Little Miss Sunshine, Juno oder Orange County. Juno kann ich ziemlich sicher ausschließen. Ich glaube, es war Garden State, oder? Ja, okay. Ja, da habe ich zumindest noch was im Hinterkopf gehabt. Was verleihen viele Bücher? Nee, Bücher, moin. Verleihen viele Bibliotheken neben Büchern heute auch noch DVDs? Was ist das für eine Frage, Alter? Geschenkter Punkt, oh nein. In welchem Land werden Filme produziert, die unter dem Namen Nollywood vermarktet werden? Okay, gibt es also Hollywood, Bollywood, Nollywood? Interessant. Also in Niederlande habe ich das noch nie gehört und ich wohne jetzt eigentlich nicht, also ich wohne eine Stunde von der Grenze entfernt, bin schon Milliardenmal in den Niederlanden gewesen. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Nigeria möglich, ehrlicherweise. Norwegen kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Neuseeland vielleicht noch. Also Neuseeland oder Nigeria eigentlich. Ich tippe mal auf Neuseeland. Es ist doch Nigeria. Ja, also, okay. Wem lieh Christian Tramitz unter andere seine deutsche Stimme, unter anderem tippe ich mal seine deutsche Stimme. Willi Tanner aus Alf, Alf, Neil Tanner aus Alf oder Brian Tanner. Bruder, ich habe gar keine Ahnung, bestimmt Alf. Nein, dammit, es wäre auch zu einfach gewesen. Boah, das ist halt miese Sache. Also, das sind aber auch Fragen, Mann. Welcher Film ist ein Zeichentrick-Realfilm-Mix? Contact von 97, Sieben Zwerge. Ja, ich meine, da gibt's da Kurzelemente. Nee, aber da gibt's. Boah, gab's da. Moment mal. Nee, da gab's keine, oder? Schneewittchen und die Sieben Zwerge könnte auch sein. Ich bin mir nicht mehr sicher, den Film habe ich hunderte Male geschaut, aber ich weiß nicht, ob es da. Nee, ich glaube nicht. Es war falsches Spiel mit Roger Rabbit. Okay. Ich glaube, das mit den halben richtig ist schwierig. Unter wessen Regie wurde 1961 die US-amerikanische Komödie 1, 2, 3 produziert? Billy Wilder, Stanley Donen, Anthony Mann oder Charles Jarrett. Anthony Mann, ja, safe, Alter. Keine Ahnung. Wer war Produzent der Schwarzwaldklinik? Guck mal, das hätte ich sogar noch gekannt. Aber ich wüsste ja niemals, wer das ist. Also, wer hat das produziert? Wolfgang Rademann, Wolf Bauer, Hartmann Schmiege oder Hans Bauer? Komm, Hans Bauer. Mann! Ich komme nicht weiter. Doch. Nope. Oh, Glück gehabt. Wow, danke. Das finde ich fair. Das finde ich jetzt mal richtig fair. Was wird in der Fernsehsendung Germany's Next Topmodel gesucht? Seht ihr? Das sind Fragen, die kann ich auch noch beantworten. Nachwuchsmodels, Quizspieler, Nachrichtenmoderatoren oder Sportler. Easy. Wie heißt ein US-amerikanischer Animationsfilm aus dem Jahr 2008? Kung Fu Panda, Zoom, Wildmännchen, Karate Tiger, Jiu-Jitsu, Coyote, es ist Kung Fu Panda, klar. Das kenne ich dann doch, auch wenn ich den, glaube ich, nie gesehen habe, ehrlicherweise. Wie heißt der zweite Shrek-Film? Also, der doch, Shrek 2, My Boy Lollipop. Nee, Forever After, nein. Und der gestiefelte Kater. Oder der tollkühne Held kehrt zurück. Ich würde mal sagen, der tollkühne Held kehrt zurück, oder? Okay. Jetzt musste ich wegen dem gestiefelten Kater kurz überlegen. Der 2001 in Kinos gezeigte Film von Otto Waalkes heißt
Kommando Columbus, Kommando Magellan, Kommando Störtebeker, Kommando Drake, Störtebeker. Hallo, Otto Walkes, Leute. Das darf man dann auch kennen. Ja, guck mal, hey, wir haben gleich 8-8. Wie heißt der Filmpreis der USA? Es gibt mehrere. Oscar, Arnold, Brad, Peter, Oscar. Easy, wir werden hier noch richtig gut. Guckt's euch an. Die Fragen werden leichter, aber okay. Ja, 9 gleich. Wie heißt die von Heidi Klum moderierte Model-Talent-Show? Das Model und der Freak, ja safe. Model Affairs, Germany's Next Flop Model oder das Model und der Schnüffler. Germany's Next Flop Model bei Heidi Klum. So, 9 zu 8, ich brauche noch eine richtig in den letzten Fragen, dann wäre ich sehr zufrieden. Welcher Autor verfasste ein Kinderbuch, das die Vorlage zu Schreck war? Ich habe keine Ahnung, verdammt. Hans Bröck, Klaus Böhmler, William Steig, Eva Eriksson. Die Frage ist jetzt, es wäre halt eine Autorin. Wobei Autor kann man als Dingens sehen, ja, fair. Hans Bröck. Ah, dammit, William Steig. Oh nee, Stufe 5, das ist jetzt gemein. Wer spielte in Hundstage, die durch die Hölle gehen und Fredo Corleone in Der Pate? Wer da alles drin spielte? Boah, John Cazel, Charles Darning, Chris Sarandon oder James Broderick. Broderick, oder? Verdammt, ich hab geraten. Early. Weil, Pate, okay. Aber, ja. Oh, nee. Das weiß ich doch auch nicht. Sag mal, könnt ihr nicht eine Frage irgendwie zu einem, keine Ahnung, zu einem guten Film, bekannten Film stellen? Also, ich brauche jetzt keine Avengers-Frage, aber irgendwie eine Frage zu Die Matrix oder Harry Potter oder keine Ahnung was. Sowas in der Art. Wer spielt den Portier im Film Der dritte Mann? Hans Moser, Gunther Philipp, Günther Fitzmann oder Paul Hörbiger? Drei Namen haben was mit einem P zu tun, einer nicht. Soll das ein Zeichen sein, ja oder nein? Ich hoffe auf ja. Nein. Nein, 9, 11. Das gibt's nicht. Das ganz nicht. Das ist auf jeden Fall ganz nicht schlecht. Ich habe 11 Fehlerpunkte. Freenet, Alter, ihr könnt kein Deutsch. Und das ist jetzt schon mehrmals aufgefallen. 11 Fehlerpunkte. 11 Sachen falsch, 9 immerhin richtig. Mich würde echt mal interessieren, wie viel hättest du denn richtig gehabt? Schreib's mal unten in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, was du sagst. Und was soll ich noch für unterschiedliche andere Quizarten machen? Schreib's gerne rein, weil die haben auch noch ein paar. Können wir gerne mal machen. Jetzt bedanke ich mich aber bei dir fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, mach's gut. Ciao.